Generalprobe im Zombiehaus, einen Tag vor der Eröffnung. Doch hinter dem Gruselspaß steckt eine Menge Vorbereitung. Ein paar Tage vorher. Hauptaufbauzeit auf dem Festgelände des Oldenburger Kramermarkts. Auch Mario Steinbauer muss heute schuften. Das komplette Innenleben der Geisterbahn soll fertig werden. Und dazu montiert er erstmal 220 Meter Schiene. Ich wollte als Kind immer schon eine Geisterbahn haben. Ich war fasziniert, wenn ich eine Geisterbahn gesehen habe auf dem Kirmesplatz, wollte ich immer das haben. Das war eigentlich mein Traum. 2019 hat die Familie die Anlage gebraucht gekauft. Neu kostet so ein Fahrgeschäft über 1 Million Euro. Die luftdruckgesteuerten Zombie-Figuren, extra Anfertigung. Und eine hat Mario besonders ins Herz geschlossen. Na, hier gehen dann die Arme rauf und runter. Der Kopf bewegt sich dann, ne? Und er sagt dann, ab geht's in der Hölle. Er genießt sichtlich die Arbeit im Spukhaus. Die Vorstellung, nur noch einen reinen Bürojob machen zu können, versetze ihn in Schrecken. Das ist halt unser Leben hier, das zu machen, ne? Immer auf anderen Kirmesplätzen, immer von Ort zu Ort wechseln, ne? Das kann man sich als Normalsterblicher gar nicht so vorstellen. Aber das ist halt ein Job für uns wie jeder andere, wie ein Bauarbeiter oder wie hier in der Weser-Ems-Halle zu arbeiten. Und so ist das für uns hier auf der Kirmes. Was die Fahrgäste der Geisterbahn nicht sehen, hinter den Kulissen wird viel geplant und verwaltet, um das Geschäft am Laufen zu halten. Knapp 200 Meter weiter stehen die Wohnwagen der Familie. Hallo. Wie schaut's aus? Ja, hab noch ein bisschen zu tun. Und bei dir? Läuft? Läuft alles so. Ja. Marius Frau Zündja schreibt Bewerbung für neue Kirmesstandorte. Rund 400 Stück pro Jahr. Um bessere Chancen zu haben, hat die Familie einen Hochglanzflyer über die Geisterbahn entworfen. Und kann man mit so einem Fahrgeschäft eigentlich reich werden? Also wir sind zufrieden. Klar, könnte besser sein. Klar, könnte auch ein bisschen mehr Geld. Aber das, was man hat, damit muss man leben. Und da muss man versuchen, mit umzugehen. Für sie als Schaustellerin in siebter Generation wäre ein Leben ohne Volksfeste unvorstellbar. War ja schon Corona schon schlimm. Corona, denn dauerhaft so lange an einem Ort zu sein und immer jeden Tag dasselbe, jeden Tag die gleichen Menschen, das geht, nee, glaube ich nicht, könnte ich nicht. Ein Haus oder eine Wohnung hat die Familie nicht. Im Winter stehen sie mit den Wohnwagen in einer Halle in Ostfriesland. So, ihr wollt ja mal gucken, wie wir so leben. Hier ist der Wohn- und Küchenbereich, ne? Kühlschrank, Spülmaschine. Ne? Alles so mit dabei, was man im normalen Haushalt auch braucht. Hier haben wir das Badezimmer. Kann sich ja jeder nicht vorstellen, weil die meinen ja immer, wir haben nie eine Toilette und eine Dusche. Und tatsächlich ist das alles hier quasi Luxus, ne? Und während Cynthia sich weiter um die Verwaltung kümmert, ist Mario mit den letzten Handgriffen vor dem Kassenhäuschen beschäftigt. Die Familie aus Ostfriesland freut sich auf 10 hoffentlich erfolgreiche und vor allem schaurige Geisterbahntage beim 417. Oldenburger Kramermarkt.